Ein neuer Tag, ein neuer Tag, Ein neuer Tag. Ich weiß, du bist klitzeklein. Das habe ich schon mitbekommen. Du kleine Maul. Oh, es ist ja so ein Geschenk, dass ich hier sein kann. Gestern hat mir der Pano seinen Oberlichtwagen gezeigt. Der war so schön. Aber du bist noch schöner, meine Maus. Mein Mäuschen bekommt ein weißes Schnäuzchen, ein silbernes kleines Schnäuzchen. Hi. Hi. Du, wir haben ein paar Dinge zu tun. Wir haben ein paar Dinge zu tun. Kommst du mit? Die erste Nacht, dass ich hier die Rolltreppe, wollte ich schon sagen, die Leiter hoch. da war Mühe so. Ich musste unter den Tisch kriegen, um sie zu packen und mit ihr hoch, weil sie wusste natürlich nicht, wo wir hingehen und dass wir jetzt zum Schlafen gehen. Weil manchmal denkt sie auch, also eigentlich denkt sie, glaube ich, immer, dass ich ihre Nägel schneiden will. das will ich sie hier hochbringen, um ihre Nägel zu schneiden. Und dann hat sie ja dann irgendwann gecheckt, dass wir hier oben schlafen und dass sie also auch hier oben sein will, weil ich sie sonst unten lasse. Und das ist so mega süß. Jedes Mal, wenn ich jetzt da zur Leiter gehe abends, dann steht sie dann da. Und wartet quasi erst darauf, auf den Flaschenzug. Sie steht dann da und dann nehme ich meine Hand und packe sie unter ihrem kleinen Bauch und hebe sie hoch und sie, man merkt, sie hat gar keinen Bock. Sie hat null Bock. Sie spreizt die Beine auch so ein bisschen ab und ist so, Aber ja, sie will natürlich auch oben sein. Also, weil es eben hier nicht die Nägel geschnitten wird. Oh, ich weiß doch, du kleine Wurst. Hi. Hi. Ich gehe jetzt mal runter. Wenn ich noch ein bisschen müde bin, ist auch ein bisschen abenteuerlich hier, diese Leiter. Let's do it. Na, kommst du her? Darf ich dich abtransportieren? Darf ich dich abtransportieren? Du, kommst du mit? Komm mal mit. Na, komm mal mit. Komm, ich trag dich. Ich trag dich wie mein eigen Kind. Ja, ich trag dich. Ach mein Gott, mein Babykind. Du bist ja noch ganz verkuschelt. Du bist ja noch ganz verkuschelt, mein Liebstes. Na komm. Na komm. Okay, jetzt ist sie bereit. Das kleine Tier frühstückt. Ich trage meinen liebsten Overall. Den habe ich in Griechenland irgendwie gekauft und ich liebe den einfach. Den habe ich ganz oft zum Soundcheck an. Also ich fühle mich so richtig geil, wenn ich ihn den ganzen Tag trage und dann damit soundchecke und dann abends ein Prinzessinnenkleid anziehe fürs Konzert. Und weil ich den so liebe, habe ich den jetzt auf links angezogen. Okay, let's go. Es wird abhauen. Ein Tee. Und es regnet und regnet und regnet und regnet. Aber wir kommen voran. Genau, ich male diese ganzen Hölzer, die also an den Armaflex drankommen, mit Farbe an. Dann habe ich gestern noch alles mit Essiglösungen abgewaschen. Das ist jetzt alles ready. Das trocknet noch. Das kommt hier über den Radkasten. Das muss gleich noch angemalt werden. Das ist schon von der Unterseite türkis und ist schon wieder zurück. Genauso wie das hier. Die Teile werden noch ersetzt. Das muss ich heute noch alles anmalen. Dafür reicht die Farbe bestimmt nicht mehr. Es gibt viel zu tun. Regne, regne, regne. Wo hast du jetzt dein Handy auch angemalt? Ich habe jetzt mein Handy aus Versehen. Ich ja, habe gerade. Ich habe mit meinem dreckigen Daumen mein Handy entsperrt. Das ist ja nicht so schlau. Nicht so wann. Ja, leg's erstmal hin und wasche die Hände. Und dein ganzes Möppchen, du. Uiuiui. Ui, ui. Das wird jetzt grün. Hä, hey, das ist aber shabby look. Ja. Ich wollte kurz mal festhalten, wie ich hier diesen tollen Verlauf mache. Weil, also da habe ich, die Rückseite habe ich einfach nur türkis gestrichen. Aber für die Vorderseite will ich es natürlich irgendwie schöner haben. Und deshalb habe ich diese drei verschiedenen Farbpigmente noch gekauft und mache hier so kleine Tropfen mit einem Schwämmchen einen schönen Farbverlauf. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Oh, hier ist eine Kante. So. Finde ich richtig gut. Aber ich hatte davor hier Stoff dran gespannt und das wird dann, wenn die Tür auf ist, wird das nass, es regnet rein, bla bla bla, das hält die Feuchtigkeit. Und die sind ja total geschimmelt gewesen. Deshalb ist jetzt die neue Taktik, mit Farbe zu arbeiten. Und hier habe ich einfach nur schon mal ganz langweilig türkis angestrichen. Dann mache ich jetzt dasselbe. Dann nehme ich hier das Schwämmchen. Gehe ich in dieses da rein. Und dann.
genau falsch gemacht. Meine Hand ist so voller Farbe, dass ich mir jetzt Handschuhe angezogen habe, um die Türen auf und zu machen. es hat jetzt angefangen zu regnen, also sitze ich jetzt hier drin. Ui, sieht das grün knallig aus. Der Pano kocht jetzt was. Und ich konnte mal wieder nicht aufhören. Wie ihr seht, habe ich da hinten alles grün gestrichen. Ja, das sieht jetzt krass aus. Aber da kommen ja überall noch Stoffe dazu. Ja, und mal gucken, wie viel ich jetzt noch schaffe. Das male ich jetzt auch noch alles an. Gar nicht so. Also es ist sehr viel Türkis, das ist mir klar. Ich mache es gar nicht so sehr für die Farbe, sondern eben für die Versiegelung von dem Holz. Weil das sind auf jeden Fall die Schwachstellen. Hier ist unter dem Bett. Hier kommt nicht so gut die Wärme hin. Weil, genau, das, da sind ja meine ganzen Klamotten dazwischen und so. Das heißt, hier ist immer etwas kalt. Und damit sich die Feuchtigkeit gar nicht erst an dem Holz festsetzen kann, werde ich das jetzt hier noch alles anstreichen. Und dann ist wahrscheinlich auch schon meine Farbe alle. ich kriege die Farbe weitestgehend ab, nur nicht von den Nägeln. Das sieht so aus, als ich so eine richtig kleine Nagellackfrau. An beiden Händen. Wow. Das ist irgendwie ganz geil. Ich find, das ist ein geiler Nagellack-Look. Ein shabby-Look. I like. Schlecht. Oh, ihr habt den Moment verpasst, wo der Pano und die Sahne abgeschleckt hat. Das war so süß. Das hat es abgeschleckt. Und dabei ganz normal mit mir weitergeredet und hatte aber Sahne an der Nase. Es war so niedlich. Guck mich mal an. Hast du noch Sahne? Nee, hast du alles schon abgemacht? Oh, wir haben so lecker gegessen. Es war so gut. Der Pano kann kochen wie ein Gott, sage ich euch. Da bist du. Ja. Ja. Mir ist irgendwie sauer. Hey, ist doch alles in Ordnung. Wow. Die Juli fängt auch an. Oh, jetzt sehen wir es wieder. Jetzt sehen wir es. Ich war bereit. Tut dir nicht weh. Tut dir doch nicht weh. Was hast du denn jetzt gemacht? Belassung. Wow. Es ist schon Nachmittag. Na gut. Ich bin gerade aufgewacht. Und es regnet. Es regnet und regnet und regnet. Mein Van steht im Regen und rastet vor sich hin. Die Türen sind auf. Es kommt immer mehr Feuchtigkeit rein. Und ich muss jetzt mich drum kümmern, dass sie da nicht drinne bleibt. Ich geh jetzt raus. Jetzt sehe ich das hier alles noch bei Tageslicht. Das ist alles ganz schön viel Türkis. Meine Güte. Türkis. Türkis. Gut, aber das sehe ich ja nicht. Wenn ich im Bett bin und die Türen zu sind, sehe ich das ja gar nicht. Das kann man ja gar nicht sehen. Das sehe ich ja auch nicht. Da kommt ja das Bett drüber. Türkis, ja, das wird natürlich auch noch Türkis, klar. Klar, klar, klar. Türkis, 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 Türkis. Das da unten wird auch Türkis. Das ist jetzt mehr Türkis, als ich dachte, mein lieber Scholli. Übrigens, Türkis ist überhaupt nicht meine Lieblingsfarbe. Das ist irgendwie einfach so gekommen. Das war irgendwie eine Farbe... Ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Das war dieses kleine Komödchen da hinten, das da, was Stefan mir mal mitgebracht hatte. Und das war halt Türkis. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann streiche ich den Schrank daneben auch noch so an. Und dann hat er mir so ein bisschen Farbe mitgegeben. Und dann war noch ein bisschen Farbe über. Und dann habe ich die Wand noch gemacht, weil ich ja gar nichts hatte. Und plötzlich ist das ganze Wohnmobil Türkis. Aber ich finde tatsächlich, dass es ein sehr schöner Kontrast ist zu den Vorhängen. Weil die ja irgendwie schwer und dunkel sind und das irgendwie nochmal irgendwie so einen kleinen
herzlichen Puppenhauscharakter macht. So, jetzt gehe ich streichen. Bis später. Hier sieht man übrigens ganz gut den Unterschied zwischen einfach nur angemalt in der Farbe und mit meinen kleinen Effekten mit dem Schwämmchen und den verschiedenen Farbpigmenten. Ich weiß nicht, ob man das in dem Licht sehen kann. In echt macht das einen sehr großen Unterschied. Das ist irgendwie flach und leblos und das ist irgendwie tief und lebendig. Das male ich jetzt noch an. Das male ich an. Das ist die Wand, die da hinten hinkommt. Die war total geschimmelt. Ja, und dann male ich noch alles hier drinnen an. Und wahrscheinlich ist die Farbe schon lange davor alle. Hey, der Pano. Ja? Ich finde es ja nicht mein Look. Cool. Ich habe die Autofahren-Nachtsichtbrille an und mein Overall auf links, weil ich bin am Streichen. Grüne Fingernägel. Bin ich da peinlich? Nein. Letztens hat der Pano seine Brille gesucht im Geschäft und hat er gesagt, die ist im Auto. Und dann im Auto hat er gesagt, die ist zu Hause. Und wo war sie? Hat sie hier vergessen. Jetzt hat er gerade gesagt, also die gute Brille darf er aber nicht mitnehmen. Habt ihr übrigens gesehen, dass der Tapano ein kleiner Dreadhead ist? Der hat einen kleinen Dreadhead. Sag doch mal einen kleinen Dread. Aber du siehst aus wie so ein Insekt mit der Brille. Nein, ich sehe doch aus so. Ich habe gesehen, Johnny Depp im Gericht, der ist gerade im Gericht wegen seiner Frau und der hat auch so eine Brille. Ich bin mehr so eine Art Schauspieler jetzt. Stimmt. Ja, ja jetzt. Sieht cool aus. Danke. Wir gehen erstmal zum Farben. Also. Ich habe das dabei. Das ist das alte Türkis, mit dem ich in Norwegen mal gestrichen habe vor 3 Jahren. Und das ist das neue Türkis. Und die habe ich nach Augenmaß, habe ich das auswendig ausgesucht. Und die sind sich schon sehr ähnlich. Melonengelb? Nein, ich will Senf. Rapsgelb? Nein. Du willst Senf? Es muss wirklich ein dreckiges Gelb sein. Ja, dann muss man es mischen lassen. Ja, das sehe ich auch so. Du kannst es selbst mischen. Forderst du mich gerade heraus? Ja, das Türkis... Das gibt's hier nicht. Silbergrau sieht nein, auch gut aus. Nein. Was? Ach so, das stimmt. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Guck mal. Nicht schlecht. Ein bisschen grün. Warte, ich will noch kurz einen Spray. Oh, Hammerschlageffekt. Nein, das sieht dann aus, als wäre ich vom Hammer geschlagen. Das brauche ich. Die hatten diese Kappe auch mit Dachrinne und Fallrohr. So können sie auch wieder das gesammelte Wasser auf ihrem Kopf recyceln. Ich bin total im Kaufhaus. Ich habe jetzt Farbe für die Türe auch noch. Das, dann habe ich diese Fußmatte gesehen, meine Fußmatte Schultafel. Ist. Den auch noch, weil meine Tafel wurde zerstört von den Parasiten. Dann die Rollerschrauben haben wir auch. Dann habe ich hier Hammerschlag-Goldlack. Und was ist das? Das ist jetzt ein Rätsel. Eine Klorolle. Genau. Diese Matte hier auf meinem Kopf. Oh, ich kaufe der Mühle eine Wurst, die freut sich. Ich bin total im Kaufrausch. Will sie denn? Was will sie denn? Die will Hirsch. Hirsch ist ihr Lieblings. Ist es nicht Hirsch? Ja, ein Hirsch drauf. Die Kleine muss doch auch mal was kriegen. Auf jeden Fall. Oder ist das zu viel? Kühlschrank. Und diese Fußmatte hier, die ist potthässlich, aber die unteren, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die unteren, hier diese unteren Streifen, das ist ziemlich das Design von meinem Schneckenhaus und es ist das Türkis, was auch an meinem Finger ist, habe ich gesehen. Also habe ich das genommen, die werde ich zerschneiden und der Pano kriegt die Seite mit den Blümchen. Ja, der kommt dann in meinen Gang rein. Ich habe ihn schon gerade angeboten. Wenn wir uns dann mal treffen, können wir die zusammenlegen. Ja. Der Pano weiß, wie ich meine Videos immer beende, wenn ich keine Hand frei habe, mit meiner Nase auf den Stopp. Geht hier ab. Der Pano schläft natürlich schon lange und das ist meine Kopflampe. Wir haben heute am Baumarkt ja nochmal ganz, ganz, ganz viele Sachen gekauft. Denselben Türkisenlack nochmal. Keine Sorge, der Grund, weshalb ich so viel Türkis brauche, ist eben, um diese ganzen Hölzer anzumalen. Und das bedeutet auch zum Beispiel alles, was dahinter ist, alles hier, das muss alles
Türkis angemalt werden. Das, die ganze Bettkonstruktion da, all das muss angemalt werden, weil das ist Rohholz. Und genau hier ist die Feuchtigkeit entstanden. Und das ist sehr gefährlich. Genau, deshalb nochmal ein Riesending Türkisenlack. Und dann habe ich dieses Weinrot hier gekauft. Und eigentlich wollte ich sprühen, das Weinrot. Das ist nämlich für diese Tür hier. Dieser weiße Blech geht mir nämlich so richtig auf den Sack. Den will ich einfach nicht mehr sehen. Genau, und da wollte ich eigentlich dunkelrot sprühen. Ich habe nämlich da hinten gesehen in meinem Durchgang, genau da, da habe ich nämlich die Trennwand dunkelrot angemalt. Und das sieht richtig geil industrial aus irgendwie, dieses dunkelrote Lack. Und genau, eigentlich wollte ich das sprühen, aber es gab nur eben Feuerrot. Und deshalb habe ich mich jetzt von der Pano überreden lassen, das in Lack zu nehmen. Naja, das ist ein bisschen blöd gesagt, denn er hat gesagt, ja, das kriegst du auch irgendwo anders. Und ich habe gesagt, ich will es jetzt aber sofort machen. Und dann hat er gesagt, da musst du Lack nehmen. Also, den Lack zu nehmen, dann will ich das hier dunkelrot machen. Und dann bin ich natürlich noch komplett abgedriftet, weil dann will ich natürlich noch Farbakzente setzen. Ich habe dunkelbraun und schwarz noch gekauft. Das sind so kleine Farbpigmente. Und habe natürlich noch auch noch alle möglichen Grüntöne für hier und blau für das Dings. Und will so ein bisschen so einen Rosteffekt hinbekommen. Ähnlich wie ich das an meinem Grammophontrichter gemacht habe. Hier, das ist ja irgendwie braun, rot, schwarz, alles. Naja, nicht ganz so dolle, weil das hat wirklich 100 Jahre gedauert. Dann will ich auf jeden Fall mit so einem kleinen Schwämmchen das hier anmachen und dann vielleicht hier goldene Akzente setzen. Irgendwie so in die Richtung stelle ich mir das vor. Ja, und das wird wieder Tafelfarbe. Das sieht dann also genauso aus wie jetzt. Und hier wünsche ich mir so sehr, dass Tapete hinkommt. Okay, Leute, mein Handy stirbt. Es ist kalt. Ich würde sagen, wir hören auf. Okay, tschüss, bis morgen, kleiner Van. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Es war wie immer eine große Freude, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich fühle mich wirklich so, als seid ihr lauter kleine Wesen, die in meiner Tasche wohnen und ich euch immer ab und zu raushole. Ja, ich freue mich natürlich total über eure Kommentare, wie ihr die Farben im Schneckenhaus findet, ob euch das gefällt, ob ihr Erfahrung mit Schimmel habt, ob ihr auch einen Van habt. Okay, Leute. Feierabend. Hi. Navi ist denn da? Navi ist denn da? Sehe ich aus wie ein Alien mit der Lampe, ne? Sehe ich aus wie ein Alien. Hi, mein Baby. Ich bin fertig. Ich bin fertig für heute. Ab jetzt wird gekuschelt. Ja. Und ich habe auch noch diese tolle Wurst für dich gekauft, weil die ist so groß wie der ganze Hund. Ja, die gibt es jetzt zur Belohnung. Sag mal, tschüss.